wir konnten es immerhin übergeben. Der Mann war freundlich, offen und gibt es auch ab. Ja. Jetzt offenes Mikrofon. Wer hat noch ein paar Punkte? Ja, wir machen eine Exkursion zur dortigen Bürgerinitiative, die Kontakt zu uns gesucht hat, weil sie auch das Rad nicht immer neu erfinden will und viel von uns lernen kann, was kontinuierlichen Widerstand anbelangt. Also lange, die Situation ist die, dass dort auf einer Fläche von 85 Hektar Tesla eine Gigafactory bauen will, also für E-Autos. Eine Sache, der ich insgesamt eher neutral gegenüberstehe, was Mobilität anbelangt. Aber der Punkt ist eben der, und da sind die Parallelen dann zu Stuttgart 21 da, dass dort mit dem Bau und dem Abholzen begonnen wird, bevor die Baugenehmigungen durchgehend da sind. Der Herr Musk, der ja hinter Tesla steht, Elon Musk, sagt, das macht er auf eigenes Risiko. Also in diesem Fall ist es sein Privatgeld, das er im Zweifelsfall in den märkischen Sand setzt, falls dann am Schluss nicht gebaut werden darf, im Gegensatz zu den Steuergeldern, die bei Stuttgart 21 verbraten werden. Aber dennoch ist das System im Prinzip das gleiche. Man fängt mal an, wenn man eine Abholzungsgenehmigung hat, und holzt ab. Und jetzt ist also mitten dort in der Kiefernmonokultur rund um Grünheide. Es ist ganz interessant zu sehen von Satellitenbildern oder wenn man eine Drohne steigt, lässt, eine riesen Kahlschlagsfläche, und es wird dort eben jetzt angefangen zu bauen, und es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet vor einigen Monaten, und die möchte uns gerne treffen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.